Hallo mein Freund und herzlich willkommen zurück zum Widerstandsevent in Ghost Recon Breakpoint. Ja, es gibt noch ein paar Outcasts zu retten. Und ja, genau das werden wir jetzt auch tun. So wie es aussieht, sind die wohl da drüben im Munitionsdepot. So, wir haben dort zwei. Wo ist der dritte und vierte? Da haben wir einen Generator. Haufen Patrouillen. Scharfschütze. Zwei Scharfschützen. Patrouille im Außenbereich. Die juckt uns erstmal nicht. Hier haben wir den dritten. Wo ist die vierte Geisel? Da! Okay, wir sind da hinten. Das heißt, wir schnappen uns den hier zuerst, dann den und dann die anderen beiden. Ab geht's. Und aufpassen natürlich auf die Scharfschützen. Das war Glück. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Volltreffer, Baby. So, Minigunner haben wir da noch im Bereich. So, wo ist er? Bei so vielen Gefangenen kann es nicht lange dauern, bis wir genug Informationen über die Rebellen haben. Richtig gut. So. Oh, nee, nicht schon wieder. Befrei den. Komm sie. Lass ihn aber. Wir verschwinden jetzt von hier. Fury kann schon wieder scannen? Also das ist ein bisschen unwahr. Dass die jetzt schon wieder scannen kann. So, der nächste ist da drüben. Phänomenal. Das habe ich eben gar nicht geguckt, ob es da Geschütztürme oder dergleichen gibt. Ich sehe jetzt so mal nichts, dann müssen wir den Generator auch nicht unbedingt ausschalten. Hey. Gut, dann lassen wir den Generator sein. Hier ist sauberer Schuss, Ghost. Ich scanne die Umgebung. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Oh, der andere? Ah, es gibt Mörser, okay. Gut, der Mörser, der juckt mich ehrlich gesagt im Moment nicht. Das war mal. Immer mitten rein. Ich scan auch mal. Dann mal da oben. Das ist außerhalb. Ja, da kommt. Nee, warum beamt sich die Waffe von da hinten dahin? Ist doch Schwachsinn. Ich bin hier, um sie zu retten. Bewegung. Ich nehme meine Waffe wieder. Die lag da. Nimm seine Waffe. Mein Scan ist, glaube ich, auch wieder bereit. Ja, gut. Okay. Bei den Geiseln ist nur noch der... das Erschießungskommando. Okay,
Okay, der Bullet Drop war weniger als ich dachte. Geringer. Ich schalte auf Nachtsicht um. Nachtsichtbrille an. So, das waren alle Geiselnehmer. Und können wir jetzt die Geiseln rausschaffen. Kommt der mit, oder? Dann los. Jetzt. So, ich meine, da hinten sind noch welche, aber das juckt mich nicht. Cool. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Mir nach. Trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Punkt ist da vorne. Sehr gut. Haben wir es ja gleich. Dann mal los. So, dann kommen Sie mal mit. Ich bringe Sie in Sicherheit. Wobei, Sicherheit ist da draußen, nicht hier drin. Das war ja mal wieder mega smooth. Gut, eine Leiche wurde entdeckt, deshalb wurden alle Wachen in erhöhte Aufmerksamkeit versetzt. So. Sichern Sie den Abholpunkt. Oh. War was Neues. Feuer auf mein Kommando. Verstanden. Wechselposition. Mein Ziel erfassen. Roger, bringe mich in Stellung. Kann losgehen. Ziel auf den. Ich bin schussbereit. Nee, das ist. Gut gemacht. Gut. Waren das alle? Sieht so aus. Sehr gut. Gute Arbeit, Nomad. Jetzt weiß Sentinel, dass sie uns nicht einsperren können. Da draußen sind noch mehr. Ich weiß. Wir übermitteln ihnen die Standorte. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Warum hat er immer noch Angst? Nomad, Sentinel hat alle Patrouillen abgezogen und wir wissen aus sicherer Quelle, dass sie alle Operationen gegen die Outcasts einstellen. Gut. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Aber es gibt noch viel zu tun. Sie sollten stolz auf sich sein. Sie haben sich zu Kriegern entwickelt. Das bedeutet mir viel. Danke. Für alles. War es das jetzt mit Dingens? War das wirklich die letzte Mission vom Widerstandsevent? Sieht ganz so aus. Angriffsmarkierer erworben. Nutzen wir den noch einmal. Einfach, weil er da ist. Einmal Mörser wie in Wildlands. Puff. Okay, gut. Dann hoffe ich, du hattest etwas Spaß bei der Reihe. Und dann ja, überlege ich mir noch, mit was wir jetzt weitermachen. Vielleicht Fraktionsmissionen noch ein paar und dann einfach um die Entscheidung, wie es weitergeht, ein bisschen weiter rauszuschieben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich und auf euch. Ja, wir sehen uns.